Hallihallo, jetzt wieder Tombi und wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Wir sind einfach mal so random unterwegs in der guten alten Endor-Lobby. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Let's go! Hey Leute, hier gibt's mal einen ganz kurzen Einschub und zwar wäre es richtig cool von euch, wenn ihr mal die Seite Instant Gaming auscheckt, mit der bin ich verpartnert und da könnt ihr richtig dick Geld sparen, denn dort gibt es ganz viele Spiele, Guthaben, Abonnements und so weiter für deutlich weniger Geld. Ist auch egal, ob ihr auf der Xbox spielt, auf dem PC spielt, auf der PlayStation spielt oder auf der Nintendo Switch spielt. Dort gibt es eigentlich Angebote für alles und wie gesagt, dort könnt ihr richtig dick Geld sparen. Des Weiteren gibt es dort jeden Monat ein Gewinnspiel, wo ihr dann ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Das heißt, mitmachen lohnt sich. Dafür müsst ihr halt wirklich nicht viel tun. Checkt mal unbedingt die beiden Links in der Videobeschreibung aus, sind ziemlich direkt oben. Und jetzt geht's auch weiter. Wir spielen heute einfach mal so ein bisschen drauf los. Also gibt kein besonderes Thema oder sonst irgendwas. Wir spielen einfach eine ganz normale Runde Galactic Assault. Und ich glaube, ich sollte nicht in der Ego-Sicht spielen, oder? Komm, wir versuchen es einmal. Wir versuchen es einmal. Mein Gott, sieht die NT-242 komisch aus. Weggeholt. Deinen Kollegen hole ich gleich mit. Jawohl. Wo sind sie? Er stand nicht in der Broschüre vom Imperium. Ey. Oh, ah. Ja. Dann legen wir uns jetzt eben draußen so ein bisschen auf die Lauer. Haben wir hier irgendwo einen? Ja. Ist einer unter mir, oder? Jawohl! Haben wir den auch? Ich sehe seinen Kopf nicht, aber ich sehe deinen. jawohl! Nein, hinter, geht da, macht doch das Objective weiter! So, hier haben wir alles geklärt, oder? Hier ist noch einer. Ha! Hier namens Stiefbruder! Oh mein Gott, die haben den ganzen Bunker eingenommen, ich hab's doch gesehen. Kollege, pass auf! Okay, du bist am Geschütz, ich bin am Snipen. Macht überraschend viel Spaß, muss ich sagen, in Ego-Sicht. Nein, die machen da die Bubble hin. Die bubblige Bubble. Gehen da wenigstens. Nein, Kollege, ich hab sie euch angeschossen. Schnappt sie euch. Macht irgendwas. Mann, die gucken immer kurz raus, dann gehen sie wieder rein. Ha! Jetzt wird gestürmt. Jetzt wird gestürmt! Das Stürmen klappt. Nein, das Stürmen klappt gar nicht. Ein AP, ach, come on. Na gut, dann nehmen wir den guten alten Boba Schmuba Fettige mit Fett Fett. Was, wir müssen uns zurückziehen? Oh, verdammt. Oh. Stirb, Ewok, stirb! Stirb! Warum ist denn der so planlos? Der läuft ja nur im Kreis. Oh, da kommt ein Held. Luke Skywalker, der alte Schlawiner. Was war das denn? Ach, da war der Orbitalschlag. Jetzt hast du wieder den Ewok! Verstecken nützt dir nichts. Das war's. Ach, sag mal. Wie viele Orbitalschläge kommen denn da? Ich schnapp mir jetzt die Hoheit des Baumhauses. Da fühle ich mich wohl. Die attackiert. Ach ey, also das ist doch ein Witz, ey. Hilfe! Ah. Oh nein! Oh, das ist ja so unglücklich. Oh. Den hole ich mir jetzt. Jawohl. Den haben wir. Bosk, ne? Oder alter Freund? Nein. Okay. Nein, 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 böser Orbitalschlag aus. Die Armeen der Rebellen, sie kommen. Oh. Noch einer. Noch einer. Auf größerer Distanz bin ich tödlich. Oder so. Die Ewoks werden auch nicht verschont. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt. Schnell weg vom Boba-Baum. Nee, 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 nee. Also das ist ja echt nicht normal, ne? Ich muss mich hier erstmal ganz langsam so ein bisschen hochspielen wieder, weil ich so viel Leben verloren habe durch diese ganzen Orbitalschläge, ne? Der Tod von oben. Aha. Ich hab dich verteidigt, Kollege. Schieß sie ab. Ich bin so tot. Ich bin so tot! Okay, das heißt, jetzt wird sich erstmal wieder hochgesniped, liebe Leute. Ha! Er kommt! Er kommt! Boah, das ist ein Fest, Leute. Das ist ein Fest. Heute habe ich aber auch einfach mal Aim. Der gemeine Ewok. Er klebt häufiger mal unter AT-AT-Beinen.
Nee, der Schuss muss sitzen. Er sitzt nicht. Na gut, dann nehmen wir jetzt selber den Kopfgeldjäger-Boy. Und zwar den guten Bosky. Hol mir meine Beute. Mit meiner Beute bist du gemeint. Rein da! Und dann legen wir jetzt noch ein paar Geschenke hier hin. Da, Kylo! Ich treffe nur die Wand, Kylo! Sie kommen trotzdem durch! Das sieht überhaupt nicht gut aus! Bomben hin! Ich habe den einen gesehen, der war hinter mir quasi an der Wand, aber... alles cool. Oh, Captain Fassmeier, mehr so ein cooles Team, ne? Wir haben so coole Leute. Da ist BB-8. Er sitzt da in seiner Ecke. Muss ich nur noch einmal treffen? Come on, Bosk! Na also. Also mit Bosk bin ich, habe ich heute nicht das Aim. Mit den Eindruck, da bin ich ja erfolgreicher mit dem normalen Schneiperie. Oh, Pilo, der will explodieren, der gute Herr. Und weg. Wir gehen wieder die Bomben legen, wir gehen wieder die Bomben legen, wir gehen wieder die Bomben legen. Oh, mach das ruhig, Anakin. Bleib da ruhig stehen. Und weg mit dir. Fasma, ich helfe dir. Ich bin da, Fasma. Ich hab den seelischen Beistand, Fasma. Alter, Fasma macht den ja auch so weg. Oh, da kommt der Nächste. Sag mal, wieso sind die so aggressiv? Wookies. Ich hol mir dein Fell. Jawohl, ich hab doch gesagt, ich hol mir dich. So finde ich das doch super gut. Oh, wer ist das? Oh, das ist Annie-Popanny, ich sehe das doch schon. Ja, setz dich da in die Ecke. Warte, ich hab... Na, artet das wieder zu einer ewigen Verlängerung aus? Wir werden es sehen. Kann ich eigentlich meine Minen irgendwie so ganz cool so... Wow. Kommen die jetzt nach unten? Fliegen die runter? Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein! Ich wollte nicht nach unten! Ist gar nicht mal so geil gelaufen für mich. Oh, der macht den Kabel-Move. Ich muss weg. Aber der Sniper-Modus. Nope. Ich bin so scheiße im Snipen mit Bosk, Mann. Ich habe vorhin ja jeden Schuss getroffen mit dem normalen Ding. Und mit Bosk treffe ich nichts. Jetzt wird gejagt. Jetzt wird gejagt. Und wir legen hier noch was hin für euch. Oh, Leia Organa. Aua. Sag ich auch immer. Boah, der macht schon wieder den Kabel-Move. Er peitscht mich zu Tode. Nein! Ja, ne, durch die Streben, erster Schuss, direkt ein Treffer. Geil. Wieso bin ich eigentlich als Bosk immer so kacke? Hier treffe ich wieder jeden Schuss. Ja, und damit war es das schon. Geil. Haben wir doch noch gewonnen. Nice. Wahrscheinlich als Scharfschütze haben wir mehr Kills gemacht als mit den Helden, aber hey. Super, liebe Leute, damit würde ich sagen, das war es wieder mal mit einer wunderbaren, kleinen, feinen Runde galaktischer Angriff in Star Wars Battlefront 2. Vielen lieben Dank natürlich fürs Dabeisein und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.